Also den Maler Otto Steininger und mich verband über unser gemeinsames Künstlertum hinaus eine große Freundschaft. Manchmal hat man ja Künstlerfreunde, deren Kunst man nicht schätzt, aber die Freundschaft lebt. Im Falle vom Otto kam beides zusammen, dass ich ihn wirklich als Mensch sehr gern gehabt habe und die Debatten mit ihm als Freund mit Leidenschaft geführt habe und ein wirkliches Respektsverhältnis zu seiner Kunst hatte. Und das möchte ich ein bisschen erklären, warum das so war. Es gab in den Bildern vom Otto etwas, was mich grundsätzlich magisch anzog. Auf der einen Seite waltete eine große Schönheit, eine Farbenpracht in diesen Bildern. Und auf der anderen Seite fand man, wenn man genau hinschaute, immer einen Bruch oder einen Schrecken. Also da mischte sich die Schönheit der Malerei mit den Schrecken der Zeit. Manchmal mit den Schrecken der Vergangenheit, manchmal mit denen der Gegenwart und manchmal sogar mit denen der Zukunft. Oder um es mit einem schlichten Beispiel zu erzählen, ein Bild, das ganz neutral das Paar heißt, und man sieht auch zwei zufrieden reinschauende Menschen, denkt, aha, einmal ein gutes Paar, die verstehen sich gut miteinander. Und bei genauerem Hinsehen merkt man, dass die Augenpaare dieser beiden Menschen in völlig andere Richtungen gehen. Oder ein Bild wie Kopfschüssler 1, ein Mann in einer wunderschönen Landschaft, meistens einer Retzerweinlandschaft. Aber auch hier bei genauem Hinsehen sieht man, dass ein kleines Loch in der Stirn dieses Menschen ist, dass also das Verwundete, das Beschädigte des Menschen immer auch in seinen Bildern mitspielt. Und das ist eine Methode, dass es immer um den Versuch nach Schönheit geht, aber dass die Schrecken diese Schönheit verdecken, die mich sozusagen auch künstlerisch angezogen hat, weil ich sie versuche, auch in der Literatur zu produzieren. Auch in mir wohnt eine große Sehnsucht nach Schönheit, aber es gibt so viel Scheußliches, das sich vor diese Schönheit stellt. Das hat auch dazu geführt, dass der Otto und ich einander über 30 Jahre jeweils unsere neuesten Produktionen vorführten. Ich war immer am Laufenden mit seinen Bildserien und er immer am Laufenden mit meinen jeweiligen Stücken.